Herzlich willkommen zum Türchen Nummer 8 unseres tierischen Adventskalenders. In ihm geht es um Hundeernährung. Und da mittlerweile immer mehr Menschen sich vegan ernähren, um unnötiges Tierleid zu sparen, stellt sich für viele auch die Frage, kann ich nicht auch meinen Hund vegan ernähren oder wenigstens vegetarisch? Ein bisschen Käse, etwas Schlagsahne müsste doch eigentlich für die gesunde Ernährung reichen. Und wenn man dann noch solche Hunde wie Leo sieht, die genüsslich Grünfutter knabbern, egal ob Gras oder wie hier den Beinwell, die, wenn man selbst im Sommer Obst erntet im Garten oder in Wald und Flur, mithelfen, alle Himbeeren von den Ästen zu lutschen, dann denkt man, es muss doch auch möglich sein, seinen Hund vegan zu ernähren. Und die Tierhandlungen bieten ja inzwischen schon ein entsprechendes Sortiment. Und mit der Firma Vecdog ist auch schon der erste Anbieter einer vollständig veganen Hundeernährung auf dem Markt. Die bemühen sich auch, etwas für die Umwelt zu tun, indem sie ihr Futter in Tetrapacks statt in Blechbüchsen verpacken. Dadurch müssen viel weniger Trucks auf unseren Straßen unterwegs sein für die gleiche Menge Hundefutter, die transportiert werden soll. Wirklich nachahmenswert. Und dadurch, dass manche Leckerchen geräuchert sind, entsteht für die Hunde auch ein angenehmes Geschmackserlebnis. Und wie ihr hier sehen könnt, reckt sich sogar unsere viel zu dicke, übergewichtige Bella und macht Kunststückchen, um solch ein Leckerchen zu erhaschen. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist in der Runde der Frauen, die diesen Adventskalender machen, eine Tierärztin. Und auch meine beste Freundin ist Tierärztin. Wir haben uns beraten und haben festgestellt, dass eine vegane Hundeernährung auf keinen Fall artgerecht sein kann, denn die Gefahr einer Mangelversorgung ist bei solch einer Ernährung unglaublich groß. Wollt ihr Tierleid bei der Fütterung eurer Fleischfresser verhindern, dann kauft Futter aus artgerechter Tierhaltung beim Bauern um die Ecke oder bei einem Anbieter von biologischer Tiernahrung. Und wenn ihr dann hin und wieder ein paar vegane Leckerchen dazwischen gebt, dann ist das völlig okay und schadet eurem Tier keinesfalls. Genauso wenig wie unserem Leo es schadet, wenn ihr mal ein Äpfelchen oder ein Möhrchen knabbert. Nur im Übermaß sollten unsere Hunde Pflaumen und anderes sehr reifes Obst nicht essen. Das kann zu Bauchweh führen und gebt bitte keinesfalls Weintrauben, das führt sogar zur Vergiftung. Aber nun genießt die Fotos, auf denen unser Leo auf einem Spaziergang versucht, die letzten herbstlichen Äpfel vom Baum zu holen und sichtlich Probleme hat, weil die nun mittlerweile so hoch hängen, dass er kaum noch drankommt. Wenn ihr ein Paket mit Defo-Hundenahrung, einer wunderschönen Hundedecke und noch ein paar vegane Leckerchen gewinnen wollt, dann schreibt bitte den Hashtag Hundefutter in die Kommentare. Am Ende dieses Videos seht ihr auch eine Hundecouch, die unser Nachbarshund mal kurz ausprobiert hat, als wir nicht geschaut haben. Auch die könnt ihr gewinnen, wenn ihr Hashtag Hundecouch in die Kommentare schreibt. Schon im nächsten Video auf meinem Kanal werdet ihr erfahren, wer die Gewinner für diese beiden wunderschönen Preise sind. Ich hoffe, ihr habt auch den versteckten Buchstaben für unser Lösungswort für die Hauptverlosung gefunden. Und nun noch viel Spaß mit den Bildern von Leo und bis morgen auf dem Kanal der Deko-Mädels, eure Diana von Happy Kaninchen.